So, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar mit dem Thema Replikation und Hochverfügbarkeit für Windows-Server. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei Axafir als Pre-Sales-Consultant tätig und ja, stehen damit sozusagen rund um alle technischen Fragen über unsere Produkte zur Verfügung. Kurz zum Organisatorischen, wir sind mit dem Tool GoToWebinar unterwegs, das heißt, Sie sind alle auf Stumm geschalten. Haben Sie irgendwelche Fragen zu der Thematik heute? Möchte ich Sie bitten, das in diesem Question-Bereich zu stellen. Und wenn Sie, so wie in dem Tool, können Sie sich die Handouts runterladen. Ich habe da die Präsentation, die ich Ihnen heute hier zeigen würde, als PDF zur Verfügung gestellt, sowie ja, das ein oder andere White Paper noch zu dem Thema. Ich habe eine kleine Agenda vorbereitet, das heißt, da ich das Ganze nachher auch live zeigen werde, brauchen wir ungefähr eine ganze Stunde dafür. Ich werde kurz ein bisschen was zum Unternehmen zu uns sagen, zu Axafir selbst, zu unseren Lösungen, dann werde ich auf das Thema Replikation und Hochverfügbarkeit eingehen, auf die Architektur, die sich dahinter bewegt. Dann möchte ich ein bisschen was zu dem Workflow erzählen, was passiert da letztendlich im Hintergrund. Und Ihnen das Ganze dann in der Live-Demo dann zeigen. Ne? Das heißt, also, wir werden ein System komplett mal hochverfügbar machen, das ausfallen lassen und dann den Schwenk zeigen und das Ganze wiederherstellen. Und zum Schluss werde ich dann noch kurz ein bisschen was zur Lizenzierung erzählen. Okay, dann mal los. Axafir, wir als Unternehmen, uns gibt es seit 27 Jahren. Wir verstehen uns als Hersteller für integrierte Verfügbarkeitslösungen für ja, virtuelle und physikalische Umgebungen. Wir haben ungefähr ja, 45.000 Kunden am Markt und sind über den Channel organisiert. Das heißt, wir haben in dem Sinne keinen Direktvertrieb, sondern verkaufen über Distribution und dann ja, läuft die ganze Implementierung dann über ja, Systemhäuser, die in den Regionen dann, in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt sind, die dann ja, die Implementationsarbeiten dann halt dann vornehmen. Das hier unten, diese sechs Punkte, das sind unsere Standbeine, das heißt Tape-Backup, damit sind wir groß geworden. Des Weiteren haben wir Lösungen, die sich in dem Bereich Snapshot-Backup dann kümmern, das ist unser Axafir UDP, versteckt sich dahinter. Denn heute der Kernpunkt Hochverfügbarkeit, worüber wir sprechen wollen, ist ein weiteres Produkt von uns. Des Weiteren sind wir Anbieter für Disaster Recovery Appliances. Und ja, haben sowohl Backup as a Services in der Cloud mit dem Angebot sowie Lösungen zur E-Mail-Archivierung. Ja, was sind unsere strategischen Lösungen von Arxiv? Da findet sich letztendlich dann alles wieder. Das heißt, wenn wir davon sprechen, das heißt, ich habe irgendwo mal einen Bedarf, Daten wiederherzustellen, oder ich habe vielleicht einen Ausfall, ein User hat was gelöscht, dann ist ja letztendlich immer die Frage, wann war mein letzter Wiederherstellungspunkt und wie lange dauert das Ganze, bis ich das wiederhergestellt habe. Ja? Und ich habe das jetzt mal so aufgezeichnet und gesagt, wenn Sie jetzt beispielsweise einen File-Server haben, der hat jetzt 5 Terabyte an Daten und Sie möchten ihn wiederherstellen und haben das jetzt ausschließlich in die Cloud hochgeladen, müssten diese 5 Terabyte wieder zurückübertragen, haben Sie sicherlich erstmal Backup-Zeiten und Wiederherstellungszeiten, die vielleicht im Tagesfenster sich bewegen. Wenn Sie das Ganze lokal auf eine Bandkopie auslagern, dann kriegen Sie die Sachen sicherlich innerhalb von Stunden ausgelagert bzw. wiederhergestellt. Wenn Sie das mit Hilfe unserer UDP-Snapshot-Technologie machen, können wir uns in einem Minutenzeitfenster durch ja, inkrementelle Forever-Backups befinden. Und wenn Sie das Ganze über unsere Software Arxiv RHA machen, dann können wir Ihren RPO und RTOs letztendlich dann im Sekundenbereich dann die Systeme dann abdecken. Und das ist letztendlich unser Kernpunkt, wo wir uns darüber heute dann auch unterhalten möchten. Ich möchte auch nachher ein bisschen später was dazu sagen, wo letztendlich die Unterschiede sind zwischen dem Arxiv UDP und dem RHA, was für Vor- und Nachteile das Ganze dann mit sich bringt. Ja, und die ganzen Produkte, die Sie bei uns sozusagen als Software kaufen können, die finden sich auch auf unserer Appliances halt wieder. Das heißt, sind Sie auf der Suche nach einer Komplettlösung, Hardware und Software, dann können Sie das bei uns auch sozusagen als All-in-One-Lösung dann erwerben. Okay, jetzt fokussiert heute mal auf das Thema Arxiv RHA. Ich habe mal
das also so mal tituliert und gesagt, ja, okay, was sind denn die Kundenherausforderungen, die wir heute haben? Auf der einen Seite sehen wir das so, dass wir sagen, wenn wir ja Sicherung oder Wiederherstellung bieten in dem Sinne keine Anwendungs- und Datenhochverfügbarkeit. Ja, völlig klar, ja, weil ich gehe ja her, ein Backup ist ja mal irgendwas Punktuelles, was ich jetzt in einem Moment aufnehme. Ich kann das vielleicht wiederkehrend alle halbe Stunde oder Stunde halt tun, aber was ist mit der Zeit dazwischen letztendlich, ja? Und auch wenn ich mich darum dann kümmere, das Ganze dann wieder herzustellen, ja, was, wenn ich jetzt bleiben wir mal beim File-Server, der 5 TB an Daten hat, wenn Sie den wieder zurückholen müssen und auf einer neuen Hardware wiederherstellen müssen, überschreitet unter Umständen die Wiederherstellungszeit die LSLAs, die Sie jetzt sozusagen für sich im Unternehmen dann halt definiert haben. Ja, und damit wird aus meiner Sicht eine Hochverfügbarkeit zum Bestandteil von jeder Disaster-Recovery-Strategie. Ja. Das heißt, was ist das ArcSurf RHA eigentlich? ArcSurf RHA ist eine ja, Replikation- und Hochverfügbarkeitslösung, die ja, Hochverfügbarkeit und Datenverfügbarkeit auf Basis von Replikationen für Windows, Linux und Unix-Systeme zur Verfügung stellt. Und wir sprechen dabei um eine Echtzeitreplikation. Das heißt, jeder veränderten Block, den Sie auf Ihrem ja, Master-System, was Sie letztendlich absichern möchten, verändern, wird sofort entsprechend auf die Replika-Seite dann halt repliziert. Und damit kann man letztendlich dann ja, Datenverlust im Sekundenbereich dann halt halten. Ja, was leistet RHA? Es ist eine Engine-basierte Echtzeit-Asynchron-Replikationslösung. Wenn ich davon spreche, also Engine-basiert, ist es so, es ist ein Agent, den Sie letztendlich auf dem Betriebssystem installieren, sowie auf dem Quell- als auch auf dem Zielsystem. Wenn wir um das Thema Replikation sprechen, unterstützen wir letztendlich diese 4 Varianten. Das heißt, wir können von einem Server zu einem replizieren. Wir können aber auch verteilen, das heißt von einem auf mehreren Servern oder von mehreren auf mehreren Servern replizieren oder von mehreren auf einen replizieren. Da sind letztendlich dann alle Möglichkeiten der Replikation dann halt gegeben. Die ganze Software unterstützt nicht nur die lokale Replikation, das heißt bei Ihnen im Unternehmen, sondern Sie können auch Systeme auf einem zweiten Standort oder in die Cloud halt replizieren. In der Software ist eine entsprechende Warnoptimierung mit implementiert und auch eine Bandbreitenbeschränkung, sodass Sie das entsprechend konfigurieren können. Das würde ich nachher in der Live-Demo dann nochmal genauer zeigen. Ja, dann ganz wichtig, ArcSurf RHA ist eine speicherunabhängige Lösung. Das heißt, wir geben mit unserer Engine das Betriebssystem frei, was wir zertifizieren oder beim Anwendungs-HA letztendlich die Applikation. Und damit brauchen wir zum Beispiel wie in einer Microsoft-Umgebung auch kein genanntes Shared Storage, weil wir arbeiten letztendlich immer mit einer sogenannten Seed Copy. Das heißt, die zweite Seite ist dann sozusagen offline und alle Daten von der Primary Site werden sozusagen auf die Replika-Seite dann repliziert. Ja, das Thema, wo wir uns heute darüber unterhalten werden, ist das Full System RHA. Das heißt, das bieten wir an für physikalische Server als auch für virtuelle Umgebungen. Des Weiteren können Sie mit RHA auch ja, Applikationen und Datenbanken absichern. Dazu hatte ich ja bereits in den vergangenen Wochen halt einige Webinare dazu gehalten. Wenn Sie das weiter interessiert, speziell SQL oder File-Server, haben wir die Webinare aufgezeichnet und können Sie auf unserem YouTube-Kanal dann dazu nochmal anschauen. Ja, dann ein ganz wichtiger Punkt, CDP, Continuous Data Protection und Data Rewind. Aus meiner Sicht eines der Kernfunktionalitäten von RHA, womit wir uns letztendlich von anderen Clusterlösungen letztendlich absetzen. Warum ist das so? Mit Continuous Data Protection und Data Rewind haben Sie die Möglichkeit herzugehen und Ihren Server zu einem gewissen Standpunkt halt zurückzuspulen. Ja, das bieten normale Clusterlösungen halt nicht an. Da ist es halt so, wenn Sie auf dem einen Server was ändern, ist es auf der Replika-Seite entsprechend auch sofort geändert. Mit dieser CDP-Funktionalität haben Sie dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte meinen Server, was weiß ich, auf 13:58 Uhr halt zurücksetzen, weil ich um 14:05 Uhr irgendeinen Virusbefall hatte oder meine Datenbank korrupt wurde oder was halt auch immer.
Das heißt, AHE kann letztendlich den Zeitraum zwischen ihren Backups entsprechend absichern. Sie können Folgendes machen: AHE ist keine Backup-Software, aber Sie können halt diesen Bereich zwischendurch absichern. Wie kann man das praktisch umsetzen? Das heißt, AHE wird ja in der Regel für kritische Systeme dann eingesetzt, wo Sie halt keinerlei Daten verlieren dürfen. Und man könnte das praktisch so einsetzen, dass man hergeht und sagt, diesen kritischen Server, den sichere ich jetzt mit AxoF UDP in einem Snapshot-Verfahren, was weiß ich, alle 4 Stunden ab. Und die Zeit dazwischen sichere ich mit AHE ab. Das heißt, auf Basis der Replikation cache ich mir einfach meine Daten von 4 Stunden oder 5 Stunden, je nachdem. Und könnte dann hergehen und diese Maschine dann aus dem AHE wiederherstellen, sofern ja, ich jetzt irgendeinen Datenverlust der letzten Minuten hatte oder ähnliches. Ja, wir haben auch wie in UDP unsere automatisierten Wiederherstellungstests drin, sodass Sie sicherstellen können, dass auch die Maschine, die Sie dort replizieren, auch wiederherstellbar ist. Sowie haben wir einen Wartungsmodus drin. Das heißt, wenn Sie auf Ihrem Master-System Installationsarbeiten vornehmen müssen, Patche, Windows-Updates etc. pp., können Sie letztendlich auf die sekundäre Seite dann überschwenken und alle Benutzer arbeiten auf der Replika-Seite. Wenn Sie mit Ihren Arbeiten auf dem Master-System fertig sind, können Sie das Ganze dann entsprechend wieder zurückschwenken. Und Content Delivery, damit ist eine letztendliche Funktionalität, um Daten auf mehreren Servern dann halt zu verteilen. So sieht das Ganze aus in der Maske. Das sind die Szenarios, die wir dabei unterstützen. Das heißt, Sie müssen nicht in allen Fällen eine Konfiguration einrichten, eine Hochverfügbarkeitskonfiguration einrichten, sondern Sie können auch einfach ganz einfach Ihre Daten replizieren mit der Lösung, ohne jetzt da irgendwelche ja, Schwenks letztendlich dann auszuführen. Ja, das sind die Komponenten von AHE aus rein von Architektur jetzt mal gesehen. Das heißt, es gibt Management Center, worüber Sie Ihre Szenarios dann, also eine Übersicht haben, da laufen die Reports dann auf, sowie der Control Service und das Control Center, das ist letztendlich Ihr Management-Werkzeug, um die Szenarios dann zu verwalten. Dann haben wir die Engine, das ist letztendlich der Agent, der auf dem Quell- und Zielsystem installiert wird. Und wer das Ganze letztendlich über eine PowerShell administrieren will, kann auch unsere AxoF AHE PowerShell dazu verwenden, um das letztendlich auf Kommandozeilenbasis dann zu replizieren. Ja, wie läuft das Ganze technisch ab? Das heißt, Sie können in dem Szenario letztendlich definieren, welche Daten zu einem Szenario dazugehören und welche nicht. Das heißt, Sie können filtern und beispielsweise sagen, ich möchte jetzt ja ein Laufwerk nicht mit replizieren oder ich möchte vielleicht ein Verzeichnis nicht mit replizieren oder aus einer Datenbankausschlüsse machen etc. pp. Letztendlich läuft das ganz einfach so ab. Unsere Engine trackt das mit, welche Blockveränderungen stattfinden. Daten, die nicht zu unserem Hochverfügbarkeitsszenario dazugehören, werden direkt auf die Festplatte geschrieben. Daten, die zu unserem Szenario dazugehören, das heißt, die ich verfügbar machen möchte, werden entsprechend von uns abgefangen, in ein sogenanntes Journal, also in einem Spool-Verzeichnis geschrieben und gleichzeitig auch auf die Festplatte geschrieben. Und anschließend, wenn ich meine Daten letztendlich zwischengespult habe, werden die sofort über die Engine auf die Replika-Seite geschickt und ja, dann halt übertragen. Das heißt, ich habe eine Echtzeitkopie, also nahezu Echtzeitkopie auf meiner Replika-Seite entsprechend vorhanden. So, einmal technisch im Hintergrund. So, jetzt mal in der Übersicht, wie sieht das heute speziell aus? Wir wollen ja heute einen kompletten Windows-Server dann sozusagen hochverfügbar machen. Wie sieht das Ganze jetzt in der Matrix aus? Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite meine UDP, meine AHE-Konsole mit meinem Control-Service. Ich habe hier mein Quellsystem, was ich letztendlich absichern möchte. Und ich habe oft als Ziel einen Hypervisor, das könnte ein VMware, Hyper-V oder ein Zen-Server entsprechend sein. Und auf diesem Zielsystem habe ich eine Appliance-VM installiert. Was ist diese Appliance-VM? Letztendlich ist es nichts anderes wie irgendein Windows-Betriebssystem, also ein Windows-Server-Betriebssystem,
wo letztendlich der AHE-Agent draufläuft. Und den nutzen wir letztendlich sozusagen als ja, Empfänger der Daten. Ja, also die Appliance VM ist jetzt nichts, keine spezielle Entwicklung oder ein Image oder ähnliches, was Sie von unserer Webseite runterladen können, sondern ein beliebiger Windows-Server 2012 oder ähnliches. Jetzt passiert Folgendes: der Control Service empfängt ja immer die Logs und die Informationen letztendlich von der Master sowie von der Replika-Seite. Und bei dem Full System IHE replizieren wir ja die komplette Maschine sozusagen dann von der Master-Seite auf die Replika-Seite. Und von den einzelnen Maschinen werden, also Sie installieren hier eine einzelne Appliance VM. Und die Quellsysteme werden sozusagen, diese virtuellen Disks werden hinter diese Appliance dann halt hintergehängt. Ja? Das heißt, das sieht man dann auch in VMware beispielsweise, wenn Sie in den Datenstore reingehen und da drin browsen, dann werden dafür jegliche Server, die Sie sozusagen in diese Appliance rein replizieren, die einzelnen Server, dann sieht man die auf dem Datenstore dann drauf. In der VMware-Ansicht werden Sie nur eine einzelne Maschine sehen. Das ist dann unsere Appliance. Wir bezeichnen die auch in einigen Dokumentationen steht dann drin als FSHA, also als steht letztendlich als unsere Hochverfügbarkeit als Appliance. So, jetzt passiert Folgendes: Wenn das Master-System ausfallen sollte, dann bekommt das entsprechend die Replika-Seite dann mit. Das heißt, das Master-System antwortet nicht mehr. Und dabei passiert dann Folgendes: Es wird diese VM, die entsprechend, oder diese Maschine, die ausgefallen ist, wird in ihrer virtuellen Infrastruktur dann als neue Maschine registriert. Und die Platten werden, die wir ja schon haben auf dem Datenstore, werden an diese Maschine rangehängt und dann automatisiert gebootet. Ja? Okay, und dieses Szenario bieten wir also nicht nur für ganze Betriebssysteme an, sondern ich sagte ja auch auf Anwendungsebene unterstützen wir Exchange, SharePoint, SQL, Internet Information Server, Oracle-Systeme, File-Server und weitere, sowie auf Betriebssystemebene Windows-Server, geclusterte Server, Solaris, Sun, Linux-Systeme etc. pp. Okay. Jetzt möchte ich Ihnen das Ganze an meiner Live-Umgebung zeigen. Das heißt, ich schwenke mal rüber. So, wir haben jetzt für das IHE haben wir ja eigentlich zwei Benutzeroberflächen. Ich möchte mal auf beide eingehen und da kurz was zu sagen. Und zwar, der eine oder andere kennt ja bereits diese Oberfläche, das ist unser ArcServe UDP, unser Snapshot-Backup. Und wir haben einen Teil der Funktionalität der RGA-Oberfläche letztendlich in die UDP-Oberfläche, in diese Web-UDF-Oberfläche mit implementiert. Das heißt, deswegen gibt es hier diesen Bereich High Availability. In diesem Bereich können Sie allerdings ja ausschließlich die Hochverfügbarkeit konfigurieren für komplette Windows-Systeme. Das heißt also, auf Anwendungsebene bezogen für SQL-Server müssten Sie die RHE-Oberfläche nehmen, die ja alles leistet. Ich persönlich zeige Ihnen das heute mit der RHE-Oberfläche, weil aus meiner Sicht ist die Ansicht dort ein bisschen besser mit den Servern grafisch aufbereitet, als dass es jetzt in dieser Oberfläche dann hier ist. Einsteigen tut man letztendlich über unser Management Center. Da kann man sich die Konfigurationsoberfläche von IHE entsprechend aufrufen. Und das ist dann letztendlich dieses Werkzeug. Okay, heute machen wir Folgendes. Ich habe einen Windows 2012 Server vorbereitet und wir werden den auf einen ESX-Server replizieren. Und dann werden wir den ganzen Server ausfallen lassen. Und ja, dann sozusagen werde ich den Schwenk halt dann zeigen, wie die Software letztendlich dann umschaltet. Und danach werden wir das Ganze wieder auf der echten Hardware dann wiederherstellen. Das heißt, ich richte jetzt hier ein neues Szenario ein.
Und in dieser Ansicht wähle ich dann hier unten das Full System aus. Das heißt, ich sichere das ganze System und richte nicht nur einen Replikationsjob ein, sondern richte einen Hochverfügbarkeitsjob ein. So, und dann auf dem nächsten System habe ich hier die Möglichkeit, das Master-System auszuwählen. Das ist in meinem Fall heute der SQL-Server. Und als Zielsystem gebe ich dann die Hypervisor-Adresse von meinem ESX-Server an. Ach so, vielleicht hier nochmal zur Auswahl. Also hier stehen noch weitere Hypervisor dann zur Verfügung. Das heißt, Sie können es auch auf Hyper-V drauf tun oder wenn Sie ein vCenter haben oder einen Zen-Server oder Sie können es auch direkt mit Amazon entsprechend kommunizieren. So, dieses Appliance Hostname, das ist letztendlich die virtuelle Maschine, die uns sozusagen als Empfänger für die Images dient. Und das will ich gerne nochmal zeigen. Das heißt, ich habe mir einfach hier auf meinem ESXi-Server ein Windows installiert. Da habe ich die Engine drauf getan. Und FSHA steht letztendlich für Full System, High Availability. Und diese Maschine halt läuft hier. Und ja, nimmt die kompletten Maschineninformationen dann entgegen. Jetzt im zweiten Step wird letztendlich geprüft, ob auf den Maschinen unser RJ-Agent installiert ist. Ich habe das jetzt im Vorfeld schon mal vorbereitet. Ansonsten können Sie die Installation einfach remote hier ausrollen. Das hat nur ein paar Megabyte. Das ist innerhalb von ein, zwei Minuten ist die Installation dann erledigt. So, machen wir vielleicht mal ein bisschen größer hier. So, jetzt kann ich ja auswählen und sagen, okay, möchte ich noch irgendwelche Filterungen vornehmen auf dem System bei der Replikation? Möchte ich jetzt nicht. Ich möchte alle Festplatteninformationen genauso von A nach B transportieren, wie sie sind. Jetzt selektiere ich den Resource Pool von meinem ESXi Server und kann jetzt hier den Datenstore auswählen, wo ich meine Maschine halt hin replizieren möchte. Und dann nehme ich jetzt hier den ersten. So, mal durch die einzelnen Funktionalitäten durch. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, die Replikation laufen zu lassen. Online bedeutet letztendlich Echtzeitreplizierung. Jeder veränderte Block wird von A nach B sofort repliziert. Mit Scheduling können Sie hergehen und das dann letztendlich so definieren, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt halt immer losläuft. Und periodisch können Sie definieren und sagen, es soll alle 30 Minuten oder ähnliches laufen. In unserem Fall machen wir das online, weil wir das Ganze in Echtzeit dann betreiben möchten. So, jetzt mal zu den Konfigurationen auf der Master-Seite. Muss man hier mal schauen. Das sind die Master-Einstellungen, das ist die Replika-Einstellung. Der Master-System hat diese IP-Adresse bei mir. Die Replikation, ich kann jetzt hier noch hergehen und sagen, da sollen diverse Skripte laufen, bevor ich die Replikation oder die Synchronisierung letztendlich starten möchte. Und hier ist noch ein wichtiger Punkt, das IO-Throttling. Mit dem Werkzeug können Sie letztendlich hergehen und die Replikation etwas ausbremsen. Jetzt muss man verstehen, und zwar die Master-Seite, also die Synchronisation, wovon wir dann sprechen, ist letztendlich nichts anderes. Wir gehen ja her und tracken jegliche Blockveränderungen auf dem Master-System mit und schreiben das auf einem Spool-Verzeichnis in dem Master-System. So, und jetzt kann man hergehen, um das Festplattensystem von dem Quellsystem entsprechend zu entlasten. Könnte man jetzt beispielsweise definieren, wenn Sie irgendwelche Spitzenzeiten hier haben. Und da können Sie jetzt den Datendurchsatz letztendlich dann damit mit diesem Werkzeug hier dann limitieren. Okay,
Hier noch ein ganz wichtiger Punkt, das Bool-Verzeichnis. Standardmäßig ist das auf die C-Festplatte gelegt von dem Betriebssystem. Sollten Sie vielleicht auf einer weiteren Partition legen, falls die C-Festplatte jetzt nicht ausreichend groß ist. In meinem Fall habe ich nur ein Laufwerk, deswegen lasse ich das jetzt hier auf Default. So, dann mal auf die Replika-Seite. Hier kann ich jetzt definieren und sagen, wie viel Bandbreite möchte ich dem Ganzen denn zur Verfügung stellen. Ja, und das heißt, nehmen wir davon aus, dass Sie das auf eine zweite Site halt replizieren möchten, können Sie jetzt hierher gehen und dann das Gleiche, was wir auf der Master-Seite gemacht haben, allerdings da angesprochen für die Festplatte, können Sie hier für die Netzwerkverbindung entsprechend dann definieren und dem Ganzen sagen, in dem Zeitraum gibt es nur ein Megabit beispielsweise. Okay, so und dann ein ganz wichtiger Punkt, und zwar ist das Recovery. Hier ist diese Funktionalität, die ich vorhin ansprach, das CDP, dieses Data Rewind. Ich würde das mit aktivieren. Mit dem Data Rewind können Sie dann hergehen und den Server zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach dann zurücksetzen oder auch Daten wiederherholen. Das heißt, die Daten werden solange dann halt zwischengecached. Aufpassen dabei, normal ist es ja so, wenn Sie einen Server von A nach B replizieren, ist auch die Replika-Seite genauso groß wie die Master-Seite. Aktivieren Sie dieses Data Rewind, dann ist die Replika-Seite natürlich größer wie die Master-Seite, weil wir die ganzen Veränderungen, die letztendlich stattfinden, dann für einen gewissen Zeitraum mitschneiden oder letztendlich für eine gewisse Anzahl an Sicherungspunkten. Okay. So, dann hier noch ein wichtiger Punkt, das heißt die Einstellung des Heartbeats. Hier können Sie dann definieren und sagen, ist a Live-Timeout, bedeutet letztendlich, wenn der Server jetzt für 30 Sekunden nicht mehr erreichbar ist und ich möchte dieses Heartbeat-Signal alle 5 Sekunden senden, dann initiiere bitte den Failover. Ja, das sollten Sie anpassen. Standardmäßig sind das 300 Sekunden. Wenn Ihnen das zu lang ist, können Sie das hier an dieser Stelle dann konfigurieren. So, und jetzt können Sie hier auf der zweiten Seite noch definieren und sagen, wie dieser ganze Switchover ja, ablaufen soll. Das heißt, Ihr Master-System fällt aus, dann haben Sie in der Software diverse Möglichkeiten herzugehen, sich das Ganze sich darüber benachrichtigen zu lassen, beispielsweise per E-Mail, oder Sie docken sich ein Überwachungssystem an, was Ihnen das Ganze dann mitteilt. Dann können Sie entscheiden, ob Sie diesen Switchover manuell oder automatisch durchführen möchten. Heute für diese Präsentation zeige ich das Ganze, wie das automatisch funktioniert. Hier zum Schluss passiert immer nochmal eine Verifikation. Das heißt, es wird nochmal geprüft, ob die Einstellungen, die ich eben vorgenommen habe, soweit stimmig und sinnvoll sind. Falls nicht, würden Sie entsprechend hier einen Fehler dann angezeigt bekommen. Okay. Jetzt ist das Szenario angelegt und über diese Play-Taste hier oben kann ich hergehen und dann die Synchronisation dann starten. Hier noch ganz interessant und zwar bei der Replizierung unterstützen wir diverse Möglichkeiten, in welcher Art die Daten repliziert werden sollen. Das heißt, hier unten zeigt dann auch immer an, was ist die beste Methode für was. File-Synchronisation ist das Beste, sagt er hier, ne, für große Files, also für eine große Anzahl an Dateien. Block-Synchronisation ist ideal für sehr große Files und Volume-Synchronisation ist die beste Variante, um das ganze Volume zu replizieren. Und das ist das, was wir jetzt auch machen, weil wir wollen ja das ganze Festplattensystem von dem Quellserver letztendlich von A nach B transportieren.
So, hier unten in dem Monitor können Sie mal beobachten, was jetzt gerade passiert. Das heißt, ich habe das Szenario jetzt ja gestartet. Er verbindet sich jetzt mit den Agenten und startet dann den Synchronisierungsprozess dann. Ja, und hier oben in dem Monitor, wenn Sie sehen, das wird sich hier gleich ausfüllen, da können Sie dann immer sehen, wie viele Daten er jetzt schon von A nach B transportiert hat. So, da das jetzt einen Moment dauert, wenn Sie irgendwelche Fragen zwischenzeitlich haben, können Sie die in den Chatbereich stellen. Dann können wir so die ja, Replikationszeit so ein bisschen überbrücken hier. Ja, jetzt sieht man, das füllt sich jetzt hier. Das heißt, er hat jetzt schon insgesamt 2 GB an Daten transportiert. Hier kann man sich dann noch mal die Konfiguration nochmal anschauen lassen, sowie die Einstellung, die man vorgenommen hat. Sowie kann man hier oben hergehen und sich dann diese Statistiken nochmal genau anschauen lassen. Da kann man dann immer sich anschauen, was er jetzt gerade macht, wie viele Daten. Wie weit ist das, ist der Prozess? Das heißt, 22% hat er sozusagen abgeschlossen. Mein C-Drive ist jetzt hier knappe 16 GB groß. Und ja. Und das gleiche gilt dann halt auch für die Replikaseite. Dann entsprechend kann man sich das Ganze dann hier anschauen. Und ich sagte ja vorhin gerade nochmal, wegen den beiden Oberflächen, die wir zur Verfügung stellen, haben Sie hier diese Ansicht mit diesen zwei Servern letztendlich, die Ihnen das auch mal bildlich zur Verfügung stellen, was ist gerade aktiv, was ist gerade Standby oder ähnliches. Das ist noch nicht so weit implementiert in der UDP-Oberfläche, deswegen bevorzuge ich das Ganze dann über das zu machen. Die Frage kommt, ist, ob ich das Ganze jetzt lokal mache. Ja, das heißt, es ist hier alles aufgesetzt auf meiner VMware Workstation. Ich habe jetzt hier einen 2012 Server laufen, wo der Control Service drauf installiert ist, also letztendlich das Programm, was Sie jetzt gerade sehen. Dann habe ich einen weiteren SQL Server, das ist der hier oben. Auf dem ist jetzt außer SQL nichts weiter drauf. Das ist ein Windows 2012 R2 Server und halt unsere ArcServe RHA Engine. Und ich habe hier einen weiteren vSphere Server laufen, auf dem diese FSAH Appliance dann läuft, wo wir das Ganze jetzt sozusagen hin übertragen. Ja. So. Ja, und hier zeigt er halt auch mal an. Das heißt, zum Anfang synchronisiert er halt die Daten. Man muss einmal dann verstehen, der Synchronisierungsprozess ist dann, wenn wir die Daten letztendlich ins Spool-Verzeichnis übertragen, und Replikation ist dann die Anzahl der verarbeiteten Daten letztendlich. Und mit dem Change hier zeigt er dann an, wie viele Daten haben sich denn jetzt gerade in diesem Moment halt verändert. Das ist sozusagen wie so eine Live-Anzeige. Das stimmt natürlich für die erste Synchronisierung natürlich dann so erstmal nicht. Das muss man dann natürlich, ist es ein Wert, was man beobachten kann, wenn diese ganze Synchronisierung erstmalig dann abgeschlossen ist, ne? Dann kann man diesen Wert nehmen und sehen, aha, okay, jetzt in diesem Moment verändern sich halt gerade so und so viele Daten dann auf meinem Master-System. So, und jetzt sieht man hier oben, wir haben 15,93 GB an Daten gesendet, und auf der Replikaseite, also auf meiner FSHA Appliance, sind entsprechend genau auch 15,93 GB an Daten angekommen. Das heißt, er meldet jetzt hier zurück, ich habe alles empfangen, das System ist live. Ja. Das heißt, jetzt können wir hergehen und den Ausfall dann simulieren. Und das machen wir jetzt, indem ich jetzt einfach den Server ausschalte. So, uns hier mal den Monitor gleich anschauen.
Mal gucken, ob ich das hier elegant irgendwie so in zwei Fenster reinkriege. Da unten. So. Jetzt hatte ich ja vorhin definiert, 30 Sekunden. Das heißt, wir schicken ein Ping-Signal alle 5 Sekunden von der Replikaseite auf die Masterseite. Und wenn das für einen Zeitraum von 30 Sekunden halt fehlschlägt, wird sozusagen der Failover automatisch dann initiiert. Ja, das ist jetzt abgelaufen, die Zeit. Das heißt, wir sind entsprechend jetzt nicht mehr verbunden. Das wird dann jetzt hier bildlich dargestellt. Und unten in dem Live-Monitor, also in der unteren Ansicht, da kann man dann immer nachverfolgen, was er jetzt gerade dann halt macht. Ich habe jetzt hier auch nochmal die ESX-Ansicht eingeblendet. Da kann man dann gleich sehen, wie wir die Maschine denn jetzt dort dann registrieren. So, jetzt legt er los. Das heißt, wenn man mal unten auf den hier auf dem Monitor sieht, sehen wir letztendlich, wie wir diese SQL-Maschine hier mit einem entsprechenden Suffix generiert haben. Und er schmeißt jetzt letztendlich die Virtual Disk, die wir hinter der FSAH-Appliance haben, registriert er letztendlich an diesem Server. Und hier unten sieht man das. Das heißt, er mountet das jetzt rein. Ne? Und dann geht er her und wenn letztendlich die ganze Maschinenkreation dann fertig ist, geht er her und startet die Maschine dann. So, das macht er jetzt. Das heißt, wir können uns das mal anschauen. Aufgehen. So, da ist mein Server wieder da. Der ist jetzt virtuell gestartet auf meinem Hypervisor. Und melden uns da dran mal an. Ja, und Sie sind sozusagen dann, ist das aber dann halt wieder erreichbar und halt online. Ja. Hier ist noch eins darauf zu achten. Sollten Sie sich dafür entscheiden, dass Sie den Switchover manuell durchführen möchten, da wird im Nachgang dieser RHA-Agent hier, wird der Start auf letztendlich manuell gesetzt. Den müssten Sie dann anstarten, damit Sie nachher das Backward-Szenario dann wieder anstarten können. Darauf ist halt noch zu achten. Ansonsten wird das BMA nicht funktionieren. Okay, in meinem Fall ist es so, ich habe das automatisch gemacht. Das heißt, dann startet sich die Engine auch automatisch wieder an. So, jetzt ist Folgendes: Sie können wieder arbeiten und Sie haben jetzt vielleicht sind jetzt hergegangen und haben den Hardware-Server, der jetzt gerade ausgefallen ist, dann repariert. Und jetzt möchte ich gerne hergehen und die Maschine letztendlich wieder auf dem reparierten Server letztendlich wiederherstellen. Dazu habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir hier eine leere, also um das jetzt zu demonstrieren, eine leere virtuelle Maschine erstellt. Hole ich mal ein bisschen nach vorne. Ja, meine IHA BMA. Und ich habe mir Folgendes gemacht. Ich habe das BMA-Image, habe ich mir eine CD, also ein ISO erzeugt, um das Ganze zu starten. Die Frage ist, wo kriegen Sie das BMA her? Ganz einfach, Sie können das RHA ja von unserer Webseite runterladen. Ist letztendlich ein
ISO-File. Und wenn Sie das Ganze starten, dann haben Sie hier so einen Installationsmonitor. Und mit dem Button hier unten, Create Bare Metal Recovery Image, können Sie dann hergehen und ja, entweder ein ISO-Image erzeugen oder ein Bootstick für ein USB, also ein USB-Stick letztendlich. Ja, das müssten Sie einmal vorbereiten und dann starten Sie einfach Ihren neuen Server mit diesem Image. Und das machen wir jetzt mal. Okay, so, und dann ganz wichtig, Keyboard Deutsch. So, jetzt ist die Maschine gestartet. Ich mache jetzt Folgendes. Und zwar, ich habe für die Maschine jetzt selbst kein DHCP hier in meinem Netz laufen. Deswegen vergebe ich jetzt die IP-Konfiguration manuell. Ja, und wir haben hier auch ein Command-Line-Tool drin. Das heißt, Sie können dann auch hergehen und gucken, ob Sie eine Konnektivität dann haben. Das ist gegeben. Okay. So, und jetzt ist Folgendes. Das Ganze, um die Daten wieder zurückzuholen, die Bedienung davon, das machen wir alles aus unserer Oberfläche, also aus unserem Control Center letztendlich. Und dafür gehe ich jetzt hierher und gehe zurück in mein Control Center und kann jetzt hergehen und mich letztendlich um das Backward-Szenario sozusagen dann zu kümmern. Dabei geht jetzt folgende Maske aus. Das heißt, wir haben jetzt eine Verbindung zu dem SQL-Server, der jetzt ja virtuell auf meinem ESXi-Server läuft. Und als Zieladresse möchte ich jetzt das ganze System, was jetzt virtuell läuft, wieder auf meiner echten Hardware wiederherstellen. Dazu gebe ich einfach die IP-Adresse hier ein, die ich eben in meinem BMA vergeben habe. Ja, jetzt verbindet er sich damit und sagt, okay, das ist alles erreichbar. Und jetzt kann das sein, wenn auf dem Quellsystem die Engine nicht läuft, ne, dann müssten Sie den Dienst da entsprechend drauf starten. Das würden Sie hier entsprechend dann auch angezeigt bekommen. Das heißt, er prüft jetzt sozusagen die Quelle und das Ziel, ob die beide miteinander erreichbar sind. So, das sind meine Disk-Informationen von meinem Quellserver und von meinem Zielserver. So, hier kann ich jetzt noch definieren, also mir nochmal anschauen, das heißt, welche IP-Adressen habe ich, welche Namen habe ich hier und dann weitergehen. Und jetzt gibt es hier zwei Switching-Over-Methoden. Jetzt muss man sich ja vorstellen und sagen, ja, Ihre ganze Userschaft arbeitet ja jetzt sozusagen auf dem virtuellen Server, der unter ESXi läuft. Und wenn Sie jetzt das Ganze wieder auf der Hardware wiederherstellen möchten, dann synchronisiert er sich jetzt letztendlich alle Informationen von dem Echtsystem sozusagen wieder auf die reparierte Hardware dann drauf zurück. Und jetzt kann man hier definieren und sagen, okay, wenn er damit jetzt fertig ist, möchte ich dann diesen Switch-Over, das heißt, dass das virtuelle System abgeschalten wird und der Hardware-Server wieder aktiviert wird, kann ich jetzt manuell durchführen. Und das dann, was weiß ich, auf die Nacht legen oder ähnliches. Oder ich kann das sofort, nachdem die Synchronisation abgeschlossen ist, dann automatisch starten lassen. Das ist das, was ich jetzt auch mache. Sollten Sie sich dann allerdings bewusst sein, das vielleicht nicht während des Betriebes zu machen, weil während wir das umswitchen, sind immer so ein, immer so ein, zwei Minuten,
wo die User entsprechend nicht auf die Daten drauf zugreifen können, weil wir das System ja durchbooten. Ja? Deswegen darauf ist halt zu achten. Ne? Wenn Sie das in die Nacht legen, wo keiner arbeitet, vielleicht, denke ich, können Sie das dann auch automatisch starten. So, und das mache ich jetzt. Ich mache hier wieder Volume-Synchronisierung und hole mir jetzt die Daten von meinem virtuellen System dann wieder zurück. So, und das kann man jetzt hier beobachten. Und zwar, der hat sich jetzt verbunden und hier sieht man jetzt, dass er die Daten dann synchronisiert und das Ganze dann halt wieder zurück spielt. Das heißt, es gibt einmal eine Übersicht, die Sie sich jetzt hier anschauen können und es gibt hier in dem Event-Monitor können Sie sich dann das Ganze genauso anschauen. Ja, jetzt sieht man auch, dass das virtuelle System ist natürlich jetzt das neue Master-System und da repliziert das Ganze dann jetzt auf die Replika-Seite zurück, das heißt also die reparierte Hardware. Ja, und ja, hier kann man dann sehen, wie viele Daten er schon repliziert hat, beziehungsweise auf dem System hat man dann auch einen Fortschrittsbalken und kann das Ganze dann da drin dann beobachten. Ja, wenn das läuft, gibt es noch Fragen dazu? Naja, wenn das läuft, kann ich vielleicht hier nochmal ein bisschen was zur Oberfläche sagen. Und zwar, ich hatte ja vorhin von diesem Data Protection und Data Rewind erzählt. Das ist letztendlich eine Funktionalität, das können Sie unter den Tools aufrufen. Ne? Das geht jetzt in dem Moment, ist das ausgegraut, wenn wir das Backward-Szenario jetzt laufen lassen. Und da können Sie jetzt hier in dem Bereich dann reingehen, Restore Data und ja, sich dann einzelne Informationen dann halt entweder von der Replika-Seite oder von der Master-Seite dann halt zurückholen. Jetzt gibt es noch eine Frage, ob man das Ganze testen kann. Ja, alle unsere ArcSoft-Software, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, haben immer eine 30-Tage-Trial-Version. Das bedeutet letztendlich, Sie haben unbegrenzte Funktionalität für den Zeitraum von 30 Tagen. Und ich habe in dem Handout, wo die Präsentation drin ist, die habe ich Ihnen als PDF hier mit reingegeben. Da gibt es auf der vorletzten Seite. Sind da so ein paar Links mit drin? Da kommen Sie auf unsere Download-Seiten von unserer Webseite und so weiter. Und da können Sie sich die Software runterladen. ArcSoft RHA in dem Bereich. Die letzte Version, die wir released haben, ist die Version 16.5 Service Pack 6. Und mal schauen, wie weit ist er? Gleich fertig. Jetzt können wir das hier gleich nochmal angucken. Hier wird sich nämlich auch gleich was tun, wenn das Ganze. Na. Ja, das vielleicht nochmal zu sagen. Also ich sehe den Einsatz von RHA natürlich immer in Verwendung mit einer weiteren Backup-Software zusammen. Das heißt, wenn Sie das jetzt hier anschaffen, Sie werden nicht drum hinzukommen, weiterhin Backups sozusagen anzufertigen. Das dient letztendlich sozusagen als Ergänzung dafür, um den Zeitpunkt zwischen den Backups entsprechend abzusichern. Da komme ich nachher noch drauf zu, ja, eine flexible Lizenzierung. Das heißt,
Sie können dann hergehen und sagen, ja, okay, Sie haben vielleicht wichtige Systeme im Unternehmen, da würden Sie das gerne für einsetzen, und weniger wichtige Systeme dann halt nicht, ne? Das kann man dann in unser, wir haben ja so eine vierstufige Lizenzierung in UDP drin, können Sie das entsprechend damit definieren. So, wie weit ist er hier? Okay. Das heißt, er ist jetzt soweit mit durch. Jetzt wird er gleich hergehen und hat jetzt alle Daten sozusagen auf die Hardware zurückrepliziert. Und jetzt fährt er sozusagen das System hier runter, sieht man hier. Und jetzt wird er das gleich auch das ganze System gleich deregistrieren auf der virtuellen Oberfläche und wieder zu der FSHA-Appliance zufügen. Ja, das heißt, er nimmt das jetzt hier weg, wie man gerade gesehen hat. Und dann geht er her und sollte, genau, sagt er jetzt auch, den Server dann booten. Und dann sind Sie wieder live auf Ihrer echten Hardware. Ja. Das ist es. Jetzt sind Sie wieder im Netz. Jetzt müssen Sie eigentlich nur noch Folgendes machen. Sie müssen das Szenario danach nochmal starten, damit Sie wieder Ihre Hochverfügbarkeit haben für Ihren Server. Und damit war es das dann mit der Live-Präsentation. Jetzt schwenke ich zurück und zwar zu meiner PowerPoint. Wo bist du? Da. Okay, zur Lizenzierung haben wir zwei Lizenzierungsmodelle. Man kann das Ganze als ja, Software einzeln lizenzieren, haben wir so einzelne Lizenzen für Hochverfügbarkeit, und auch für die Replikation oder auch für virtuelle Infrastruktur oder ähnliches. Die meisten Kunden fahren allerdings besser, indem sie letztendlich das Ganze über unsere UDP-Lizenzierung mit lizenzieren, weil haben sie das Backup auch immer gleich mit dabei. Und zwar ist es folgendes, wir haben ja ein UDP, kennen Sie aus unserer Backup-Welt ja diese vier Editionen, Standard und Advanced. Ab der Version Premium haben Sie unser vollständiges ArcSoft Backup mit dabei und ab der Premium Plus haben Sie diese Hochverfügbarkeit mit bei. Das heißt, dahinter verbirgt sich das ArcSoft RHA. Wobei darauf zu achten ist, wir haben eine quellseitige Lizenzierung, das heißt, Sie müssen die Quellsysteme, die Sie absichern, damit dann entsprechend dann lizenzieren. Von der Lizenzierung ist das so, haben wir haben wir zwei Möglichkeiten. Das heißt, Sie können das Ganze entweder mit einer Sockellizenzierung definieren, das heißt, Sie lizenzieren die Prozessoren, die Sie auf dem Quellsystem halt betreiben. Ja, das heißt, wenn Sie dann einen SQL-Server haben, der hat dann zwei Prozessoren, dann bräuchten Sie halt zweimal UDP Premium Plus dafür. Ja, da UDP eine quellseitige Lizenzierung ist, müssen Sie die Replikaseite entsprechend nicht lizenzieren. Ja. Und ja, so können Sie dann auch flexibel hergehen und beispielsweise sagen, ich habe aber vielleicht noch andere Systeme, die sind jetzt vielleicht weniger wichtig, die können Sie dann vielleicht mit UDP Standard und Advanced absichern und andere Systeme, die vielleicht wichtiger sind, für die holen Sie sich dann eine Premium Plus. Ja. Okay, hier nochmal die Übersicht. Das sind unsere kommenden Webinare. Am Freitag geht es nochmal um unser UDP. Da wird es nochmal ja, letztendlich erklärt, was unsere UDP-Datensicherung. Dann haben wir das Update oder haben wir oder bringen wir das Update 2 für UDP raus mit vielen ja, Funktionserweiterungen letztendlich. Da gibt es heute in einer Woche 14 Uhr ein Webinar dazu, sowie nochmal zur UDP-E-Mail-Archivierung. Wir haben ja, an unserer Appliance letztendlich gibt es neue Erweiterungen dazu, um mehr Festplattenspeicher dort hinzuzufügen. Jetzt am 1. Dezember, sowie zeige ich am 5. Dezember die Einrichtung, wie man unser UDP-Archiving an einen Exchange-Server anbindet, sowie am 6. Dezember am Nikolaustag, wie Sie ja, Office 365 mit UDP absichern können. So, und hier unten habe ich noch ein paar Links mit reingebracht. Das heißt, hier kommen Sie auf unseren Veranstaltungskalender drauf, beziehungsweise auf unserem deutschen YouTube-Kanal sind auch unsere ganzen Webinare, die wir hier führen, aufgezeichnet und können sich dann im Nachgang nochmal anschauen. Sowie kriegen Sie aber auch dieses Webinar separat nochmal zugeschickt zum Anschauen. Ja, soweit so gut. Wenn Sie noch Fragen haben, wir sind soweit am Ende, würde ich dann gerne darauf jetzt eingehen.
So kann man auch, so eine Frage, kann man auch den Replika mit mehr Zielen gleichzeitig sichern? Da verstehe ich die Frage nicht ganz, was damit gemeint ist. Also die Replika-Seite ist letztendlich unsere Seed-Copy, das heißt also eine Offline-Kopie des jeweiligen Produktivsystems. Was man machen kann, ist, man kann auch diesen Replika, wenn man möchte, nochmal mit einem UDP-Snapshot entsprechend absichern. Die Möglichkeit ja, ist ebenfalls gegeben. Dann noch eine Frage zu unserem Webinar am Freitag. Das geht auch ungefähr eine Stunde für Axof UDP. Ja. Okay. Ja, wenn es weiter keine Fragen gibt, dann bedanke ich mich. Sollten Sie vielleicht irgendwelche Fragen noch haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Schreiben Sie mir eine E-Mail an dennis.rotsch@axof.com und stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.